Ladies and gentlemen, please welcome the Chairman of the Board of Management of Audi AG, Rupert Stadler. Einen wunderschönen guten Abend, Good evening, meine Damen und Herren. Ladies and gentlemen. Wir sind halt doch immer wieder mal für eine kleine Überraschung gut. Always good for a little Fast surprise. Grenzenlose Power. Und sicherlich ein atemberaubendes Design, das verkörpert diese erste Audi-Premiere heute Abend. Sie ist entstanden in einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen den Audi-Design-Teams, den Audi-Ingenieuren und einem Team von Italdesign Giugiaro. Wir haben ihm den Namen gegeben, der Audi Nanook Quattro. Er ist extrem athletisch, hat eine Funktion wie ein Sports Activity Vehicle, hat die Dynamik eines Hochleistungssportlers und die DNA eines Offroaders. Nanook, werden Sie sich fragen, wo kommt der Name her? Er kommt aus der Inuit-Sprache. Und Sie erinnern sich vielleicht an einen Audi-Werbespot, den wir früher mit zwei Eskimos gemacht haben, wo der alte Eskimo sagt, Audi Quattro. Und das war für uns eigentlich der Namensgeber. Nanook kommt von der Inuit-Sprache, heißt Eisbär, ein sehr kraftvolles und ein sehr dynamisches Tier. Dieses Fahrzeug verfügt über einen Mittelmotorsportwagen. Es ist ein Zehnzylinder, Hochleistungsdiesel mit rund 550 PS, einem Drehmoment von rund 1000 Newtonmeter und er bewältigt dann, ich sag mal, die 0 auf 100 in gut 3,8 Sekunden. Die technische Raffinesse in diesem Fahrzeug ist eine integrierte Integrallenkung. Sie steuert sowohl die Vorderachse als auch die Hinterachse und damit verbindet sich natürlich ein minimaler Lenkaufwand. Ein perfekter Wendekreis ergibt diesem Fahrzeug erhöhte Präzision und eine super Agilität. Für uns, die IAA, ein ideales Testfeld, um einfach mal reinzufühlen, wie diese Konzepte auf unsere Kunden wirken. Und danach werden wir sicher deutlich mehr wissen, wie wir weiter damit umgehen. Damit sage ich erstmals herzlichen Dank an den Nanook, aber wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, Sie wissen alle, auf einem Bein steht man bekanntlich nicht gut und deshalb haben wir für Sie heute eine weitere Weltpremiere mitgebracht, nämlich unser Audi A3 Cabriolet. Hochemotional, sehr dynamisch, fährt sich perfekt effizient und ich glaube, dass wir hier wirklich ein Fahrzeug mit auf den Markt bringen, alltagstauglich, allwettertauglich, ganzjahrestauglich. Mit dem Akustikverdeck fährt sich dieses Fahrzeug wirklich perfekt. Und alles, was unsere A3-Familie heute so im Petto hat, geben wir diesem Fahrzeug natürlich mit, inklusive, dass wir hier 50 Kilogramm gegenüber dem Vorgänger an Gewicht wieder mal herausgebracht haben. Der Audi A3 ist für uns auch mit diesem Fahrzeugkonzept einer der die Familie ergänzt und damit haben wir in der A3-Familie nun vier wunderschöne Produkte, wo sich Kunden darauf freuen können. Vorsprung durch Technik, das ist, was 70.000 Mitarbeiter bei Audi immer wieder bewegt, mit viel Leidenschaft und Hingabe. Und ich darf sagen, Dankeschön und kündige damit unsere nächste Tochter an, nämlich Ducati. Und dort sehen Sie jetzt Uli Hackenberg, den Chef unserer TE, und Claudio Domenicali, den Chef von Ducati. Die haben etwas ganz Tolles auf zwei Rädern für Sie aus Bologna.